So, hallo, heute machen wir mal ein kleines Tutorial zum Thema Transport-Tycoon. So, und zwar, na gut, ich meine, die meisten auf meinem Kanal kennen das Spiel wahrscheinlich schon, aber ich wurde gebeten, nochmal ein bisschen zu erklären, wie das genau funktioniert. Ich kann von vornherein sagen, es ist relativ einfach, die Oberfläche, aber ich zeige es jetzt einfach mal von Null an. Also, wir haben jetzt eine Welt generiert. Okay, das habe ich jetzt nicht gezeigt, wie man das macht, aber das ist, glaube ich, ganz einfach. Da steht da neues Spiel und dann muss man da ein paar Parameter einstellen, wie die Welt aussehen soll, ob sehr flach oder eher gebirgig, ob das überhaupt diese gemäßigte Zone sein soll oder die Wüste oder die Eislandschaft, ob viel Wasser oder wenig Wasser geben soll und so weiter. Und ein paar Mods. Und damit ich viel Geld habe, habe ich jetzt einfach mal die Welt genommen, die ich sowieso schon habe. Da habe ich unendlich viel Geld, so gefühlt, deswegen habe ich das mal genommen. So, diese Stadt hier, die nennen wir mal um. Das kann man auch machen, indem man hier halt auf den Städtenamen draufklickt. Hier oben links auf diesen Stift. Und dann nennen wir das jetzt mal Leonberg. So, genau, jetzt beginnen wir mal mit dem Kleinsten, was man so machen kann, nämlich eine Busverbindung von Leonberg rüber nach Nidderfeld haben wir hier. So, wie machen wir das? Natürlich müssen wir erstmal eine Straße bauen. Dafür haben wir hier oben die Bedienelemente für Straßenbau. Links daneben ist Gleisbau. Rechts wäre hier Straßenbahngleise bauen, Häfen und Kanäle bauen, Flughäfen bauen. Und ja, die Fahrzeuge jeweils kann man dann bauen, wenn man erstmal die Infrastruktur hat. So, wichtig für uns ist also die Straße und hier dieses Landschaftsbauelement. Das brauchen wir vielleicht auch gleich. Mal schauen. So, wenn wir dieses Straßentool hier geöffnet haben, dann können wir hier gucken, was wir hier benutzen wollen. Und zwar das erste Element baut Straßen nur in diese Richtung. Okay, ich darf es nicht bauen, wenn ich Spiel angehalten habe. So, in die Richtung. Also ich kann jetzt nicht so ziehen die Richtung nach rechts unten von links oben, sondern dieses Tool baut halt nur solche Straßen in die Richtung. Das ist, damit man halt nicht sich verbaut. Ne? Das gleiche gibt es hier, das zweite Tool, für die andere Ausrichtung. So, da kann man halt nicht so bauen, in die Richtung. Ne? Okay, so, das brauche ich aber nicht mehr. Und wer da ein bisschen geschickt geworden ist, kann das dritte Tool benutzen. Und zwar ist das das Multifunktionstool. Damit kannst du in alle Richtungen machen. Muss man halt gucken, dass man da richtig klickt und die richtigen Elemente dann herstellt. Naja, das kann man einfach mal selber ausprobieren. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. So, zum Rüberbauen hier zur anderen Stadt brauchen wir halt eigentlich nur klicken und halten. Dann ziehen wir das hier rüber. Und dann sehen wir die Kosten 3.111 Euro. Jetzt haben wir die beiden Städte schon verbunden. Das heißt aber nicht, dass jetzt schon Busse fahren. Busse können wir nur fahren, wenn wir auch Haltestellen dafür haben, also wo die überhaupt hin sollen. Beziehungsweise wir können die auch ohne Haltestellen fahren lassen, aber dann fahren sie halt irgendwo hin und machen kein Geld, weil es gibt keine Haltestellen. Haltestellen sind dieses Symbol hier, also das dritte, vierte, fünfte, sechste. So, dann erscheint dieses Fenster hier. Da muss man die Ausrichtung auswählen. Das ist auch relativ einfach zu verstehen. Wenn die Straße so in die Richtung hier geht, sagen wir mal, wo wollen wir das überhaupt haben? Am besten in der Innenstadt, da warten am meisten Fußgänger, die mitwollen. Da müssen wir dieses hier auswählen, auf dieser Straße das so bauen zu können. Quer dazu können wir natürlich nicht bauen. So, dann würde, was würde der sagen, dann, wenn wir das hier auswählen würden und dann auf so eine so ausgerichtete Strecke drücken, dann steht hier, darf keine Abzweigung haben, okay. So, aber so rum geht's halt. So, und dann entsteht hier auch direkt ein kleines neues Schild, Leonberg, mit Bushaltestellenschild. So, das gleiche müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch machen, in der Stadt hier drüben. So, da können wir meinetwegen diese Ausrichtung wählen und einfach mal hier in der Innenstadt das platzieren. So, da entsteht auch ein neues Schild, Nidderfeld Nord, Bushaltestelle. Wenn wir auf diese Schilder klicken, dann haben wir halt ein neues Fenster. Und zwar, ich ordne die jetzt mal, Leonberg und Nidderfeld. Da steht natürlich, dass dann nichts wartet. Das würde hier erscheinen, in diesem grauen Bereich. Was da wartet? Es wartet nichts, weil die Leute wissen noch nicht, dass da ein Bus fährt.
Dann lass uns jetzt mal einen Bus fahren lassen. Und zwar, wo kriegen wir den her? Es gibt kein Gebäude, was Busse herstellt, außer unser Depot, was wir selber bauen müssen. Das ist hier also das fünfte Symbol. So, auch da die Ausrichtung natürlich wählen, dass man das dann an eine Straße dran setzen kann. Bauen wir mal hier einfach. So, kostet 405 Euro. Und wie bauen wir jetzt Busse? Indem wir auf dieses Depot nochmals draufklicken. Dann entsteht auch ein Fenster. Und zwar das Leonberg Straßenfahrzeugdepot. So, neue Fahrzeuge kann man hier anklicken. Und dann haben wir hier ein Fenster, was denn für Fahrzeuge da überhaupt fahren sollen. Natürlich brauchen wir da keinen Öltanker, sondern wir brauchen einen Bus. Ich nehme aus der Liste hier den untersten Bus, weil das ist sortiert nach Baureihen. Also der unterste ist dann der neueste. So, man kann auch nach anderen Kriterien filtern, zum Beispiel nach Höchstgeschwindigkeit sortieren, nach Zugkraft, nach Einführungsdatum, Name, Betriebskosten. Frachtkapazität ist vielleicht noch interessant. Aber auch da ist wahrscheinlich dann der Superbus der unterste, also der mit der meisten Kapazität. So, die Busse verbessern sich natürlich über die Jahre. Wir haben jetzt schon ein sehr fortgeschrittenes Jahr, deswegen gibt es alle Busse. Wenn man anfängt in 1990, dann gibt es wahrscheinlich erst nur die ersten beiden Busse oder so. Weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf. So, wenn wir jetzt auf Bauen gedrückt haben, dann haben wir halt hier noch ein neues Fenster, und zwar das Fahrzeug an sich. Das hat hier in der Ansicht, zeigt es, wo es gerade sich befindet, und zwar in dem Depot natürlich. So, wenn wir den jetzt losfahren schicken wollen, dann müssen wir hier drauf drücken auf das Angehalten. Aber dann fährt er irgendwo hin, weil er nicht weiß, dass er hier hin und dann da runterfahren soll. Der wird dann einfach irgendwo abbiegen und wenden und keine Ahnung, nichts machen, weil er keinen Auftrag hat. Wie kriegen wir einen Auftrag hin? Hier mit diesem Pfeil. Also der Pfeil, das kann man sich ja merken, wo soll er hingehen, da muss man da dem zeige mir, wo der hinfahren soll. So, klicken wir drauf, dann haben wir ein Fenster, Straßenfahrzeug 154, Aufträge. Fahre zu müssen wir hier unten andrücken. Und jetzt wählen wir nacheinander unsere Station aus, da müssen wir natürlich genau die treffen, dieses Feld, wo unsere Station liegt. Und dann steht da schon Leonberg. Übrigens, dieses Zoomen mache ich mit der Maus, mit dem Mausrad. So, dann gehen wir hier entlang. Gucken, hier in Niederstadt, Niederfeld, sorry, genau, auch anklicken und dann ist das hier unsere Liste. So, jetzt können wir den theoretisch schon mal losschicken. So, genau, wo ist er? Los. Einmal alle Fenster entfernen durch Entfernen-Taste drücken. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Sicht. So, und jetzt fährt er hier entlang. So, das ist unser Fahrzeug. Mit dieser Stecknadel hier können wir gucken, wo der gerade sich befindet. Wenn man da Doppelklick drauf macht übrigens, dann verfolgt er das Fahrzeug. Jetzt muss ich also nichts machen, ich halte nichts gedrückt, der verfolgt jetzt dieses Fahrzeug. So, jetzt haben wir gesehen, der hat da kurz angehalten, in der Zeitung steht, also ich weiß nicht, warum die Zeitung sich bewegt, aber in der Zeitung steht jetzt jedenfalls, dass wir, dass zum ersten Mal in Leonberg ein Bus fährt. Da freuen sich die Einwohner natürlich. Und ab jetzt warten ja auch Leute, weil jetzt wissen die, da fährt eine Buslinie. Und da warten jetzt schon 37 Passagiere. Bewertung? Sehr gut, 71%. Die Prozentzahl heißt, also wenn die auf 100 wäre, dann würde der aus dem bestimmten Einzugsgebiet hier, das können wir mal gucken, aus diesem Einzugsgebiet, was jetzt hier blau ist oder lila, wird der alle Passagiere einsammeln, die ein Haus geben kann. Wie viele Passagiere der das Haus geben kann, kann man mit dem Fragezeichen erfragen. Moment, Passagiere, angenommen, jetzt habe ich mich gerade irgendwie selbst gedroppt, das stand da mal, muss man vielleicht ein Wohnhaus nehmen? Ne, also keine Ahnung, jetzt ist das irgendwie ein kleiner Fail, egal, auf jeden Fall, jetzt ist unser Bus hier unten angekommen, wenn wir in die Zeitung klicken, dann sehen wir, wo der gerade ist, so, egal, also vergesst, was ich gerade gesagt habe, aber große Häuser geben tendenziell mehr Passagiere raus und die Prozentzahl, die sagt halt an, wie viel Prozent davon wir hier bekommen an der Station. Das heißt, wenn nie ein Bus fährt, dann geht das hier immer schlechter. Die schlechteste Note heißt furchtbar, darüber kommt sehr schlecht, dann mittelmäßig, gut, sehr gut, ausgezeichnet und hervorragend. Das fängt immer mit sehr gut an erstmal. So, und wir sehen schon, von 71% geht es jetzt auf 70, weil kein Bus mehr kommt, weil der gerade unterwegs ist. Und wenn da 0 stehen würde, dann wird halt nichts Neues dazukommen, keine neuen Passagiere mehr.
Wenn da 100% steht, dann werden es immer mehr. So, hier warten schon 200 und wir können jetzt mal gucken, wie viele Leute gehen überhaupt da rein in den Bus. Wenn wir den anklicken, haben wir nicht nur den Auftrag, sondern darunter haben wir nochmal die Frachtpapiere. Wenn wir da drauf drücken, dann steht da Kapazität 40 Passagiere und er hat auch 40 jetzt dabei von Leonberg. So, 40 Passagiere, das heißt, es bleiben immer viel zu viele hier übrig. Ne? Hier sind immer noch jetzt schon wieder über 200, also wir müssen mehr Busse herstellen. Wie können wir das machen? Wieder auf unser Depot klicken und jetzt auf Fahrzeug kopieren gehen und dann treffen wir jetzt unser Fahrzeug. So, ich habe das jetzt angeklickt. Jetzt hat er also dieses Fahrzeug, was wir jetzt haben, hier als einziges kopiert. Inklusive Auftrag. Das ist gut. Da müssen wir den nicht immer neu machen. So, wenn man sich im Depot befindet, hat man hier oben ein Extrazeichen, nämlich kopieren nochmal das Fahrzeug. Also ich kann da jetzt noch zwei- und dreimal draufdrücken. So, ne? Dann haben wir den jetzt mehrfach. So, genau. Ich kann jetzt alle gleichzeitig losfahren lassen, indem ich hier unten auf diesen grünen Kreis drücke, dann fahren die alle jetzt sofort nacheinander los. So, den ersten schnappe ich mir mal kurz. Den kann man natürlich auch anhalten lassen, wenn man hier einfach drauf drückt. Dann steht er angehalten, die anderen stauen sich dahinter. Vielleicht überholen die gleich auch, das passiert manchmal, wenn man zu langsam fährt oder stehen bleibt. Aber ich lasse ihn jetzt mal wieder los. Achso, genau, das wollte ich machen. Nämlich im Auftrag gibt es noch eine spezielle, ein spezielles Feature. Und zwar, dass er bei Leonberg, das klicke ich jetzt hier an, vollladen soll mit einer Fracht. Und drüben übrigens auch. Wozu ist das gut? Falls keine Passagiere warten, dann würde der einfach nur kurz anhalten, wie beim ersten Mal, als wir gerade gesehen haben. Der ist ja beim ersten Mal nur ganz kurz angehalten und dann weitergefahren, weil nichts da gewartet hat. Aber jetzt würde er warten, bis er wirklich voll ist. Also wenn wir jetzt eine kleinere Stadt hätten, wo immer nur jede Minute zwei, drei Passagiere erscheinen, dann würde der da einfach so lange stehen bleiben, bis er voll ist, bis die 40 Passagiere erreicht sind und dann fährt er rüber. Wozu ist dieses Feature gut? Ganz einfach. Er verdient natürlich auch entsprechend mehr, wenn er voll ist, wenn er drüben ankommt, als wenn er nur zwei Passagiere mitnimmt. So, die werden jetzt sowieso ohne Probleme voll hier, weil so viel hier wartet, weil es eine große Stadt ist. So, aber wie gesagt, wenn da nur wenige warten, dann wäre es gut, wenn er auf Vollladen geklickt ist, damit er halt voll ist und nicht total umsonst drüber fährt, weil der verbraucht natürlich auch Benzin oder Diesel wahrscheinlich, ne? Was auch kostet. Ne? Also man sieht hier auch, wenn wir den anklicken, wie viel der jetzt in den Frachtpapieren, hatten wir ja gerade schon, wie viel der jetzt schon verdient hat. Jetzt im Moment, okay, es ist gerade November, der ist auch gerade erst losgefahren, der macht gerade minus 66, minus 69, minus 72, weil dieser Bus hier explizit, der ist ja gerade erst gebaut worden, der hat in diesem Jahr noch nichts eingenommen. Und man sieht, der verbraucht alle paar Sekunden was an Geld. Das geht direkt von meinem Geld hier unten rechts runter. So, wenn er aber jetzt gleich ankommt in Nidderfeld Nord, ich hoffe mal, das schafft er noch in diesem Jahr, es ist November, auch sehr realistisch, ich weiß. Genau, wenn er jetzt Einnahmen macht, dann wird das hier übertragen und dann sehen wir mal, dass der halt wahrscheinlich so 2.000, 3.000 verdient, vielleicht auch nur, ja sagen wir mal 2.000, hoffe ich mal. Ach, nee, Moment, das ist ja nur eine Kurzstrecke, genau, Kurzstrecken sind natürlich auch weniger. Es kommt also darauf an, wie viel man mitnimmt, wie viele Leute und wie weit. Kurzstrecke, okay, 700 Euro ungefähr, ist aber okay, der ist jetzt im Plus wenigstens. So, aber wenn der immer nur mit zwei Passagieren hin und her fährt, dann ist das natürlich doof, weil der entsprechend Minus macht die ganze Zeit und wenn er dann endlich ankommt, dann verdient er vielleicht 12 Euro oder so, das wäre natürlich doof. So, das ist erstmal alles zum Thema Busse. Es gibt aber nicht nur Passagiere, sondern in diesen Welten hier gibt es auch Industrien. Industrien, das haben wir ja auch gerade schon, habe ich mal vermuten lassen, weil wir haben ja gerade schon die Fahrzeuge gesehen. Es gibt nicht nur Busse, sondern allerlei andere. Auch Öltanker und so habe ich gerade schon angesprochen. Natürlich benutzt man die auch in dieser Welt und zwar für verschiedene Zwecke. Also, Moment, ich zeige mal ganz kurz. Ich suche mal ganz kurz, wo man was findet. Genau. Das hier sind alles Industrien. Das hier ist ein Wald. Wenn man draufklickt, dann weiß man, wie viel der macht. Das hier ist ein Bauernhof. Der macht Getreide und Vieh. Das hier ist ein Kohlenbergwerk. Hier ist eine Fabrik.
hier ist noch ein Wald, hier ist noch eine Fabrik, hier ist noch eine Fabrik. Das ist ein bisschen schwachsinnig, dass es so viele sind. Naja, egal. Hier ist ein Kraftwerk. So, und was braucht man jetzt? Oder was kann man verbinden? Man kann immer bestimmte Industrien verbinden. Und zwar ein Kohlebergwerk mit einem Kraftwerk. Haben wir jetzt alles in der Nähe, deswegen kann ich das mal ganz schnell machen. Das funktioniert natürlich alles genauso wie mit der, wie mit dem Bus. Nur, dass man bei der Haltestelle den LKW-Ladeplatz nimmt. Der sieht ein bisschen anders aus. So, ich kann jetzt auch klicken und halten und ziehen. Dann wird die Station ein bisschen länger. Dann können da mehrere hintereinander anhalten. So, jetzt gehe ich hier mal rüber. Zum Kraftwerk. Wo ist es? Hier. Genau. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. So. So und so. Hier brauche ich auch eine Station. Die Station muss nah genug an der Industrie dran sein. Das ist jetzt nicht nah genug. So, genau. Der zeigt dir hier unten an, was der annimmt. Nimmt an nichts, wenn ich den hier baue. Das bringt also nichts. Wenn ich nah genug dran gehe, dann nimmt er hier Kohle an. So, ich mache mal ganz kurz hier den Boden ein bisschen platt. So. Und jetzt können wir hier unsere Station hinbauen. Oh, Moment. Nicht da, sondern hier. Genau, da nimmt der Kohle an. So, das kann ich jetzt umbenennen, meinetwegen, in Kraftwerk und nicht in Waldrand. So, dann wissen wir nachher auch, was das für eine Station ist. So. Gut, hier können wir auch nochmal schön rumführen. Wir brauchen natürlich auch ein Depot für diese Strecke. Das setze ich hier mal dran. Und dann nehmen wir nicht einen Bus, sondern wir suchen uns den Kohlelaster. Und zwar den besten, den es gibt. Das ist... der DW-Kohlelaster. Hier auch einen Auftrag machen. Natürlich hier hin und dahin. So. Hier ist es auch interessant oder gut zu wissen, dass man da vollladen kann. Vollladen mit einer Fracht. Genau. Den kopieren wir direkt ein paar Mal. Und jetzt sehen wir nämlich, wenn ich die alle losschicke, wie gerade auch, die parken jetzt alle hintereinander und würden sofort wieder weiterfahren, wenn die nicht den Auftrag hätten, vollladen. Ne, die hinteren würden jetzt schon aufhören zu laden und wollen schon vorbei. Aber nee, sie haben da jetzt immer noch das Ladesymbol, weil die warten, bis sie halt voll sind. So. Genau. Also, und wenn der da drüben ankommt, das kürze ich jetzt mal ab, dann wird er hier Geld verdienen am Kraftwerk. Also für den Transport zahlen die immer. So, den Wald kann man auch anschließen und zwar an ein Sägewerk. Hier ist, oh, hier sind sogar drei Stück. Ein bisschen schwachsinnig, aber naja, was soll's. Das verbinden wir jetzt mal. Ich mache das auch an der gleichen Straße einfach mal und sparen wir uns ein paar Straßen. So. Ein Depot dahinter. Und dann hier die Straße wieder verlassen. Geradeaus geht es jetzt weiter und zwar zu unserem schönen Sägewerk. Wichtig zu wissen ist, es gibt ja die Einteilung in Primärindustrien und in Sekundärindustrien sozusagen. Und zwar Primärindustrien, die stellen immer was her, wie zum Beispiel Holz, ein Bauernhof macht ja Vieh und Getreide. Eisenerzbergwerke gibt es, Kohlebergwerke. Die stellen halt eine bestimmte Menge her an ihren Rohstoffen. Hier der Wald zum Beispiel, wenn wir anklicken, 99 Tonnen pro Monat. Die Zeit sehen wir hier unten. Und die Sekundärindustrien, wie zum Beispiel eine Fabrik, die braucht halt Vieh und Getreide und die braucht Stahl. Ohne das macht die nichts. Hier steht also, die macht natürlich null Warenkisten im Monat, weil benötigt Vieh, Getreide, Stahl. Kriegt sie aber gerade nicht. So, jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass das Sägewerk, auch eine Sekundärindustrie, auch was bekommt. Null Warenkisten macht die nämlich gerade, also macht das Sägewerk, weil kein Holz da ist. Wie soll man ohne Holz Warenkisten machen? So, Holzlaster bauen, gehe zu dem, gehe zu unserem Sägewerk, natürlich in Nidderfeld
vollladen, direkt auch mal ein paar mehr, so, alle loslassen, Depot besuchen mit der Stecknadel, da fahren die jetzt raus, die Zeitung freut sich wieder und da laden die jetzt Holz auf. Und zwar, wie viel geht da rein? Da gehen immer 24 Tonnen rein. Das heißt, wir kriegen so 3-4 LKWs voll im Monat. So. Ja. Das braucht ein bisschen, bis der hier was produziert. Naja, jedenfalls im Endeffekt bringt er das dann hier rüber. Und sobald der hier was empfängt, macht er daraus Warenkisten. Und zwar je nach, verdient unser Kohlemann? 2.400. So, je nach Prozentzahl, wie gut wir das befördert haben, wird aus dem Holz 1:1 oder halt nicht 1:1 Warenkisten gemacht. Also wenn 20 Tonnen Holz ankommen und da steht 100%, dann kommen da 20 Warenkisten raus. Aber meistens ist es halt nicht so gut, da sind nur 75% befördert oder 50 oder so oder vielleicht auch weniger. Ein Sägewerk können wir auch anzapfen, indem wir die Warenkisten halt selber abholen. Und zwar bringen wir die Warenkisten in die Stadt. Das ist bei einer Fabrik übrigens auch so. Eine Fabrik beliefert man ja mit, haben wir gerade gesehen, Vieh, Getreide und Stahl. Und die Warenkisten, die da dann rauskommen, müssen in die Stadt gebracht werden. Oder müssen nicht, aber das bringt uns halt Geld, wenn wir das machen. So, wir können jetzt noch diesen Bauernhof anschließen. Und dazu benutzen wir jetzt mal Züge und nicht mehr Straßen. Ich meine, das geht immer beides. Züge haben halt mehr Kapazität und ich will es jetzt einfach mal zeigen. So, hier funktioniert das natürlich genauso mit den, mit den Symbolen hier, also wie bei der Straße halt auch. Multifunktionswerkzeug, so. Machen wir erstmal die Strecke von dem Bauernhof rüber zu dieser Fabrik hier vorne sofort. Diese mit den orangenen Dächern meinetwegen. So. Da bauen wir natürlich keine Ladestationen, sondern Bahnhöfe, das sind die hier. Auch die Ausrichtung auswählen natürlich. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir die richtige Anzahl an Gleisen machen. Nehmen wir mal einfach 2 und die Bahnsteiglänge machen wir mal 7, einfach das Maximum. So, jetzt haben wir hier einen Bahnhof mit 2 Gleisen, aber wir haben nur 1 rausgeführt, das ist jetzt noch nicht so schlimm. Auf der anderen Seite mache ich jetzt auch 2-gleisigen Bahnhof, so. Und jetzt können wir ein Depot bauen, wie gerade auch. Richtige Ausrichtung. Und das müssen wir jetzt ans richtige Gleis setzen. So, Depot anklicken und dann können wir hier auch neue Fahrzeuge bauen. Neue Fahrzeuge zum Beispiel, also hier gibt es verschiedene, weil ich einen Mod habe. Das sind DB-Fahrzeuge und ÖBB-Fahrzeuge, die es in echt gibt. Bei Transport-Tycoon Vanilla gibt es diese Fahrzeuge nicht, da gibt es andere. Da müsst ihr dann mal selber gucken. Aber das ist noch einfacher, weil da gibt es nur wenige Fahrzeuge. Das ist extra ein Mod für Eisenbahnbegeisterte und das bin ich halt. Und deswegen brauchte ich diesen Mod. So, wir können jetzt hier meinetwegen, was ist eine gute Lok? Nehmen wir mal, was nehme ich? Am besten eine 185. Wo ist die denn? Oder nehmen wir 250, die ist auch gut. So. Die haben wir jetzt gebaut. Jetzt haben wir hier eine Lok drin stehen, aber wir haben noch keine Wagen. Jetzt können wir uns gucken, angucken hier. Ah, okay, der ist angekommen. Jetzt können wir uns angucken, welche Wagen wir dann jetzt nehmen. Neue Fahrzeuge. Und da sage ich jetzt nicht alle Frachtarten anzeigen, sondern nur die, die für Vieh gut sind. Nehmen wir den hier unten. Fahrzeug kaufen. Und zwar so viele Wagen dranhängen, bis hier rechts eine 7,0 steht. Weil unser Bahnhof ist 7,0 Felder lang. Wenn der Zug zu lang ist, dann wird das bestraft dadurch, dass wir sehr, sehr lange brauchen zum Einladen. So. Auch den Auftrag machen, so wie gerade auch. Den ersten Bahnhof anklicken, den zweiten anklicken. Bei dem ersten können wir Vollladen einer Fracht machen. Und dann losschicken. Jetzt fährt hier unsere 155 raus mit ihrem Viehzug. Dann machen wir nochmal auf dem anderen Gleis auch einen Zug. Da mache ich jetzt mal auf Zug kopieren. Dann haben wir den gleichen nochmal. Aber ich will jetzt
das hier, also die Wagen weg haben, weil wir jetzt noch Getreidewagen haben wollen, Steuerung drücken und den ersten Wagen anklicken und ziehen hier rein. Dann werden die Wagen wieder verkauft. Also ihr müsst die gar nicht erst kaufen, aber ich habe halt den Zug kopiert, aber ich brauchte die Wagen gar nicht. Ich mache mir jetzt noch Getreidewagen. Den hier. So oft, bis dann eine 7,0 steht. So, ach so genau, Auftrag hat er ja auch. Und dann kann der auch schon losfahren. Das sind dann natürlich verschiedene Wagen. So, ach so, der kann dann noch gar nicht raus. Deswegen machen wir jetzt hier einen Anschluss. Wichtig ist, dass wir das jetzt ab sofort mit diesen Signalen hier abgrenzen, weil jetzt könnten die Züge sich crashen. Ab jetzt nicht mehr, weil die mit Signalen abgesichert sind. Wenn der eine fährt, dann kriegt der andere rot. Wenn der andere zuerst voll ist und losfährt, dann kriegt der eine rot. So. Auf der anderen Seite das Gleiche. Signale hinmachen. Weil das Signal wird nur dann grün, wenn der nächste Abschnitt frei von Zügen ist. Der nächste Abschnitt bis zum nächsten Signal. Das ist hier der Fall. Das hier ist rot, weil in dem Bahnhofsabschnitt hier ein Zug drin steht. Das hier genauso. Wenn der jetzt gleich rausfährt, dann wird das vordere Signal hier grün, weil der Bahnhof ja frei ist. Und dieses Signal, was man hier so halb sehen kann, in Gegenrichtung wird rot, weil der natürlich dann hier unterwegs ist, der Zug. So, falls mehr los ist bei dir in der Welt, dann kannst du hier noch ein Ausweichgleis hinbauen, damit die sich auch dort entgegenkommen könnten. Hier ist wichtig, dass man das Signal in die richtige Richtung aufstellt, durch mehrfaches Klicken auf das gleiche Feld. Hier noch ein Zwischensignal, so, genau. Ein Gleis muss in die obere Richtung und das andere in die untere Richtung führen. So, ich mache immer Rechtsverkehr natürlich. So, und dann fährt er hier durch und kann dann einen entgegenlassen. So, und sobald er hier ankommt, wird diese Fabrik anfangen, Warenkisten herzustellen. So, das ist erstmal alles, was ich für heute zu erklären habe. Straßen und Schienen. Mit Kanälen funktioniert es genauso. Kanäle sind halt nur ein bisschen teurer, da kostet ein Feld schon 3000. Da kann man dann Häfen dran machen, indem man das hier so anhebt und dann dieses Symbol für einen Hafen benutzt. So, dann hat man hier einen Hafen und dann führt man das irgendwo anders hin. Ja, wenn man dann hier runter möchte, kann man natürlich nicht einfach runterfließen, sondern dann braucht man dieses Schiffshebewerk hier oder diese Schleuse. Ja, da müsst ihr einfach mal selber probieren. Das mache ich aber jetzt nicht auf dieser Welt. Genau. Ja, Brücken funktionieren, indem man halt klickt und hält. Das funktioniert bei beiden natürlich gleich. Klicken und ziehen. So, dann kann man da runter. Ja, was gibt es noch zu erklären? Schranken. Hier könnte es sein, dass der Zug einen LKW erwischt. Der Zug fährt einfach weiter, der LKW ist dann Schrott und verschwindet irgendwann mal. Und die Bewertung in den Bahnhöfen in der Nähe geht sofort auf furchtbar, weil die Leute Angst vor dir haben, weil deine Sachen nicht ankommen offensichtlich und du das zercrashen lässt. Muss man also aufpassen. Hier ist aber wenig los, deswegen passiert da wahrscheinlich eh nichts. Aber grundsätzlich, wenn man Schranken hat, wo viele Züge fahren, dann sollte man ein bestimmtes Signal vorher einsetzen. Und zwar, wenn man das doppelspurig macht, das sogenannte Pfadsignal, das ist das vorletzte. Wenn man das hier hinstellt, in beide Richtungen, so. Das ist ein besonderes Signal, was die Schranke eher runtergehen lässt. Und zwar, sobald der Zug dieses Signal erreicht, geht die Schranke runter und dann kann halt kein LKW mehr gecrashed werden. Könnt ihr mal selber ausprobieren. So, jetzt haben wir Holz zum Sägewerk gebracht. Wir haben Kohle zum Kraftwerk gebracht. Wir haben den Bauernhof zur Fabrik gebracht. Es gibt noch Eisenerz. Eisenerz sieht so aus. Das muss man zu einem Stahlwalzwerk bringen. Das mache ich jetzt heute nicht mehr. Stahlwalzwerk. Hier ist auch nochmal Eisenerz. Stahlwalzwerk. Wo haben wir eins? Das schließe ich heute nicht mehr an, aber ich will trotzdem zeigen, wie es aussieht. Da, hier ist sogar eins direkt daneben, neben dem Stahlwalzwerk, ein Eisenerz. So, genau.
Und das produziert halt auch als Sekundärindustrie nur dann, wenn was angeliefert wird. So, und Stahl, was hier hergestellt wird, wird halt auch zu der Fabrik wiederum gebracht. Das heißt, das ist so eine Dreierkette. Eisenerz, Stahlwalzwerk, Fabrik. Sonst ist es halt so, aus zwei besteht das nur, aus zwei Mitgliedern in dieser Kette, nämlich Bauernhof, Fabrik, Wald, Sägewerk. Na, ihr wisst Bescheid. So, und wie gesagt, Fabriken und Sägewerke haben eins gemeinsam, die machen beide Warenkisten, die man dann halt in die Stadt bringen kann. Da muss man halt in der Innenstadt irgendwo einen Platz suchen, wo halt der LKW-Ladeplatz gebaut werden kann. Hier zum Beispiel. Da wird dann gezeigt, nimmt an, Post, Waren und Wertsachen. So, und nur wenn da wenn da Waren angenommen werden, dann kann man die Waren auch dahin liefern. Sonst fahren die einfach voll wieder zurück, zur Fabrik zurück und laden da nichts mehr auf und fahren nur sinnlos hin und her. Und dann macht er halt Minus, weil er nie was einnimmt und die Fabrik denkt sich auch so, warum wird nichts mehr abgeholt? Es kommen nur noch volle Warentransporter zurück. Und dann wird da die Bewertung entsprechend schlecht. So, also achtet darauf, nur wenn da Waren angenommen werden, dann klicken wir das an. So, wenn wir weit weg gehen, wie zum Beispiel hier, dann steht da, nimmt an, nichts. Hier könnte man das also nicht mehr bauen. Also kann man schon, aber dann werden die Waren halt nicht angenommen. So, das sind so grob die einzelnen Funktionen, die ich hier mal benutze. Mit Mods ist es halt cool, wenn man da viele verschiedene Züge hat, die es in echt auch gibt. Halt so pixelig dargestellt, wie es halt gerade geht, aber ich erkenne es halt schon relativ gut. Und das ist halt eine Spielerei, dass man halt nicht immer nur die gleichen Fahrzeuge hat, sondern halt eine größere Auswahl, einfach damit es cool aussieht. Das Coole ist auch, bestimmte Fahrzeuge haben das Feature auf den Weg bekommen, dass die sogar ihre Lackierung ändern. Und zwar über die Jahre hinweg. Die Baureihe 111 zum Beispiel, die ist erstmal blau-beige. In den 70ern oder ich glaube Ende 70er wurde die gebaut, 80er eher, die ist dann blau-beige, weil sie in echt früher auch blau-beige war. Alle 111, die man irgendwie ab 1990 oder so baut, die sind dann orange mit Kieselgrau. Ihr müsst mal bei Bahnimation gucken, da erkläre ich ein bisschen mehr über Eisenbahn. Jedenfalls war das so die S-Bahn 111, die gab es auch wirklich. Und alles, was so ab 2000, 2005 oder so kommt, das ist alles dann rot, also rote 111er. Die werden nicht übernommen, die Farben, also die blau-beigen werden nicht automatisch rot, sondern halt je nachdem, wenn du den blau-beige gebaut hast, dann bleibt er auch blau-beige. Bis du den ins Depot schickst, weil er zu alt ist, das Alter wird ja auch mitgezählt, haben wir gerade in den Frachtpapieren immer gesehen. Wenn eine 111 in blau-beige zum Beispiel jetzt 600 Jahre alt ist oder so, ne, also ich habe ja die Welt schon sehr lange, dann kann man die ins Depot schicken und ersetzen lassen und dann verliert die auch die Farbe, dann wird die auch rot, weil nur noch die rote 111 sozusagen im Angebot ist. So, aber das ist halt ein cooles Feature für Eisenbahnfans, dass es hier einige Loks gibt, wo man verschiedene Farben kriegen kann. Ansonsten würde ich sagen, jetzt probiert es spätestens selbst aus. Viel Erfolg dabei, viel Spaß. Sucht euch am besten Industrien, die viel herstellen, über 100 hier am besten. Bei Passagieren nehmt ihr die Innenstädte am besten, weil da möglichst großes Einzugsgebiet ist. Und ansonsten könnt ihr jetzt alle anderen Videos von mir gucken hier auf diesem Kanal, weil jetzt versteht ihr das Prinzip, wie das alles funktioniert und könnt ein bisschen mitfiebern. Und ja, genau. Freut mich, dass du dabei warst. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal. Tschüss!